So, da sind wir auch schon wieder. Willkommen zurück hier bei Star Wars Knights of the Old Republic. Mit eurem Marco Possum. Wir sind gerade in ein neues Gebiet gekommen. Ihr seht es hier, wir müssen uns durchschlagen bis zu den Rettungskapseln. Wir sind alleine. Trask, unser bisheriger Begleiter, hat sich geopfert in einem Kampf gegen einen dunklen Jedi und hat den Kampf leider nicht überlebt. Und wir sind das letzte überlebende Crewmitglied, abgesehen vom Commander Karth Onasi. Und müssen uns jetzt alleine den Weg durchschlagen. Jetzt gibt es erstmal Backenfutter für den Sith-Trooper hier. Mit ein paar kritischen Treffern, das sah schon mal gut aus. Wir geben ihm sehr viel mehr als er uns. Und der letzte Treffer war aber ein bisschen... Der hat mich ein bisschen Aua gemacht. Gut, nehmen wir mal ein Medikit, auch wenn es noch nicht so viel bringt. Aber lieber ein paar HP nehmen, als irgendwie dann sterben, weil im Moment habe ich keinen Gruppenmitglied, was mir den Arsch noch rettet. Oh, 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 jetzt gleich zwei. Na gut. Nix wie drauf. So, das ist gut gelaufen. Der ist gleich mal umgekippt. Und dann geht es in das Degenduell mit dem Kollegen. Verfehlt, verfehlt. Das war gut. So. Seid vorsichtig. Auf der anderen Seite der Tür befindet sich eine große Zahl Sith-Trooper. Ihr müsst einen Weg finden, sie zu dezimieren. Ihr könntet diesen beschädigten Angriffsdroiden neu programmieren, wenn ihr genügend Ersatzteile habt. Er wird euch helfen. Ihr könnt aber auch die Computersonde verwenden, um in das Terminal zu gelangen und die Sicherheitssysteme der Ender Spire gegen die Sith einsetzen. Okay, also wir stehen jetzt vor der Wahl. Wir haben jetzt hier einen Droiden stehen und da drüben das Sicherheitssystem. Ja, die Wahl ist in unserem Fall recht einfach, wenn wir mal schauen. Also wir haben bei Computerkenntnissen den Gesamtrang 7 und bei Reparieren den Gesamtrang 2. Deswegen werden wir den Weg wählen, das Computersystem zu benutzen. Und dann schauen wir mal, was es hier gibt. Hacking-Tutorial, das brauche ich nicht. Schauen wir uns einfach mal die Kamera von dem Steuerbord-Transportmodul an. Das sind verdammt viele Sith, gegen die ich nicht antreten möchte. Wir brauchen 4 Computersonden, um die Leitung zu überlasten. Die haben wir aber nicht. Wir haben nicht genug Sonden. Da müssen wir mal gucken. Abmelden. Hier müssten doch irgendwo wahrscheinlich Sonden rumliegen. Da ist eine Feldkiste und ich würde der Affe doch lausen, wenn da nicht ein paar Sonden drin wären. Tatsache. 5 Sonden und 7 Teile. Die Teile bräuchten wir, um den Druiden zu reparieren. Machen wir in dem Fall nicht. Wir gehen stattdessen und überlasten die Leitung. Und jetzt schaut euch mal dieses schöne... Leitung überlastet, aktiviere Sicherheitskamera. So läuft das. Ganz viele Erfahrungspunkte erhalten, Objekte verloren. Die Tür können wir aufmachen. Hier steht niemand mehr. Wir kriegen ein paar Überreste von denen. So wie das laufen sollte. Nur ein Überrest, aber wenigstens von dem Großen hier. Der Ionenblaster und einen Prototyp einer Vibro-Klinge kriegen wir gedroppt. Okay. Sollen wir gerade mal gucken, bevor wir jetzt hier weitergehen. Der gibt 1 von 10, aber hat einen Schadensbonus physisch. Und ist aufrüstbar. Deswegen nehmen wir uns gerade mal die Vibro-Klinge anstatt des langen Schwert. Klingt auch irgendwie geiler. Vibro-Klinge. Schaut euch mal an hier. Huah. Okay, durch die Tür. Gerade noch rechtzeitig geschafft. Nur eine Rettungskapsel ist noch übrig. Los jetzt. Wir können uns auf dem Planeten unter uns irgendwo verstecken. Wer seid ihr? Ich bin ein republikanischer Soldat wie ihr. Wir sind die letzten beiden Besatzungsmitglieder auf der Ender Spire. Bastilas Rettungskapsel ist weg. Kein Grund also noch länger hier zu bleiben und uns von den Sith abschießen zu lassen. Kommt jetzt. Fragen stellen können wir später noch. Okay. Mir bleibt im Moment nichts anderes übrig, als ihm zu vertrauen und zu dieser Rettungskapsel zu gehen, um von diesem Schiff runterzukommen. Die letzte Rettungskapsel und meine einzige Überlebenschance. Natürlich nutze ich. Wir hatten gerade eine kurze Filmsequenz, in der ich vom Schiff rausgeschossen wurde, sah aber nicht allzu spannend aus. Wir befinden uns jetzt schon auf Taris. Unsere Rettungskapsel ist niedergegangen und haben offensichtlich schlechte Träume. Muss ich mir mal angucken, das Ganze. Wir haben geträumt, wie irgendeine Frau mit einem Mann gekämpft hat, mit Lichtschwertern. Es gibt nicht allzu viele Filmsequenzen, deswegen denke ich, ich kriege das auch ohnehin. Schön, dass ihr wieder auf dem Damm seid. Ihr müsst einen entsetzlichen Albtraum hinter euch haben. Ich hatte schon befürchtet, ihr wacht nie wieder auf. Ich bin Karth, ein republikanischer Soldat von der Ender Spire.
Wir saßen gemeinsam in der Rettungskapsel. Ihr erinnert euch? Ja, ich bin übrigens Marco Possum. Wie sind wir hierher gekommen? Seit Tagen kommt ihr nur hin und wieder zu Bewusstsein. Ein Zeichen, dass ihr noch ziemlich verwirrt sein müsst. Aber macht euch keine Sorgen. Wir sind sicher. Jedenfalls für den Moment. Wir befinden uns in einem verlassenen Apartment auf dem Planeten Taris. Beim Absturz unserer Rettungskapsel hat es ganz schön gekracht. Aber glücklicherweise seid ihr nicht schwer verletzt. Ich habe euch in dem ganzen Chaos erstmal von der Absturzstelle weggezogen und bin eher zufällig in dieses verlassene Apartment gestolpert. Als die Sith auf der Bildfläche erschienen, waren wir längst weg. Die Sith? Taris wird von den Sith kontrolliert. Ihre Flotte befindet sich auf einer Umlaufbahn um den Planeten. Sie haben das Kriegsrecht verhängt und eine planetenweite Blockade errichtet. Aber ich war schon in schlimmeren Situationen. In euren Unterlagen steht, dass ihr erstaunlich viele fremde Sprachen beherrscht. Ungewöhnlich für junge Rekruten, aber es kommt uns gelegen, denn wir sind auf einer fremden Welt gestrandet. Die Republik kann niemanden an der Blockade vorbeischmuggeln, um uns zu helfen. Wenn wir Bastila gefunden haben und von diesem Planeten wieder verschwinden wollen, sind wir auf uns selbst gestellt. Warum ist es so wichtig, Bastila zu finden? Der Schlag auf den Kopf hat offenbar mehr Schaden angerichtet als gedacht. Bastila ist eine Jedi. Sie gehörte zu dem Einsatzteam, das Darth Revan, Malaks Sith-Meister, erledigt hat. Bastila ist die entscheidende Figur bei den Kriegsanstrengungen der Republik. Die Sith müssen herausgefunden haben, dass sie an Bord der Ender Spire war und haben uns in diesem System in einen Hinterhalt gelockt. Ich nehme an, dass Bastila in einer der Rettungskapseln saß, die auf Taris stürzten. Der Erfolg der Republik steht auf dem Spiel. Wir müssen sie finden. Woher wisst ihr überhaupt, dass Bastila noch am Leben ist? Ich weiß es nicht genau. Aber Bastila ist jung und verfügt über ein enormes Potenzial der Macht. Wir haben den Absturz überlebt, also gehe ich davon aus, dass sie ihn ebenfalls überlebt hat. Wo ist denn die Alternative, bitteschön? Ist Bastila tot, dann kann niemand Malak und seine Sith davon abhalten, die Republik auszuradieren. Da ist mir die Annahme, sie sei am Leben entschieden lieber. Was schlagt ihr also vor, was wir als nächstes tun sollten? Bastila braucht unsere Hilfe. Viele Anhänger von Darth Malak operieren mit der dunklen Seite der Macht. Und die Sith haben in diesem Krieg schon mehr als genug Jedi umgebracht. Niemand wird hier nach ein paar einfachen Soldaten wie uns suchen. Mit etwas Vorsicht können wir uns auf dem Planeten bewegen, ohne Aufsehen zu erregen. Ein Luxus, den Bastila nicht genießt. Ihr ist die halbe Sith-Flotte auf den Fersen. Sie wissen, wie wichtig sie für den weiteren Kriegsverlauf ist. Der ganze Planet steht unter Quarantäne. Kein Schiff kann starten oder landen. Wenn Bastila diesen Planeten verlassen will, braucht sie unsere Hilfe. Und wir möglicherweise die ihre. Habt ihr eine Ahnung, wo wir mit unserer Suche nach Bastila beginnen sollen? Während ihr euch noch erholt habt, habe ich mich ein wenig umgehört. Es gibt Berichte, wonach eine Reihe Fluchtkapseln hier in den Slums runtergekommen sein sollen. Dort könnten wir anfangen. Doch die Slums sind gefährlich. Wir sollten keinesfalls unvorbereitet dort herumlaufen. Ich tue Bastila keinen Gefallen, wenn wir einfach losmarschieren und uns umbringen lassen. Ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Ich werde euch nach bestem Wissen und Gewissen antworten. Aber ich weiß nicht, ob ich eine große Hilfe sein kann. Was wisst ihr über Malak und die Sith? Über Malak weiß ich auch nicht mehr als das, was allgemein bekannt ist. Er entkam der Falle, die Darth Revan, seinem Sith-Meister, das Leben kostete. Nach Revans Tod ist Malak der neue dunkle Lord. Malak ist ein rücksichtsloser Tyrann, der jeden zerquetscht, der sich ihm in den Weg stellt, so wie Revan auch. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Sith nicht eher ruhen werden, bis die Republik in Trümmern liegt. Malak und seine Sith akzeptieren nichts außer roher, brutaler Gewalt. Es ist nur schwer vorstellbar, dass ein früherer Jedi zu einem solchen Monster mutieren konnte. Ein Jedi? Was wollt ihr damit sagen? Malak und Revan gehörten einst beide zum Orden der Jedi, doch sie waren jung und eigensinnig. Gegen den ausdrücklichen Willen des Rates nahmen sie an den Mandalorianischen Kriegen im Outer Rim teil. Dort muss etwas geschehen sein. Irgendetwas hat sie beeinflusst und auf die dunkle Seite gezogen. Vielleicht waren sie aber auch vorher schon innerlich kaputt. Ich weiß es nicht. Sie bildeten eine Armee aus ehemaligen republikanischen Soldaten und Jedi, die der dunklen Seite verfallen waren. Revan war der Anführer, bis er dem Einsatzteam unter Bastilas Führung zum Opfer fiel. Doch selbst das konnte den Vormarsch der Sith nicht stoppen. Malak schlüpfte einfach in Revans Rolle. Er übernahm das Kommando über die Sith-Armada und nahm den blutigen Eroberungsfeldzug in den äußeren Welten wieder auf.
Ich möchte euch etwas anderes fragen. Ich werde euch nach bestem Wissen und Gewissen antworten. Aber ich weiß nicht, ob ich eine große Hilfe sein kann. Was könnt ihr mir über den Planeten sagen, auf dem wir uns befinden? Taris war einst eine riesige, den Planeten umspannende Metropole mit mächtigen Wolkenkratzern. Doch das ist lange her. Die Oberstadt, wo die reichen Leute wohnen, ist nach wie vor ziemlich sicher. Ohne die Besetzung und die Quarantäne der Sis wäre das immer noch kein schlechter Ort zum Leben. Aber weiter unten haben sich die Dinge verändert. In der Unterstadt herrscht das nackte Elend. Dort treiben sich zahlreiche Swoop-Bike-Banden herum, die sich endlose Gefechte um die Vorherrschaft liefern. Und in den Slums ist es noch schlimmer. Der unterste Teil von Taris ist eine Einöde, in der es vor Rakul nur so wimmelt. Irrenlose und kranke Mutanten, die sofort zum Angriff übergehen, wenn sie jemanden sehen. Diese Informationen befinden sich bereits alle in eurem Datapad-Tagebuch. Ich würde gerne mehr über euch erfahren, Karf. Ich kann verstehen, dass ihr mehr über mich erfahren wollt. Ich habe das unbestimmte Gefühl, dass wir demnächst noch viel Zeit gemeinsam verbringen werden. Aber das ist jetzt wirklich nicht der geeignete Zeitpunkt für langwierige Erklärungen. Wir sollten uns auf unsere nächste Aufgabe konzentrieren. Alles andere später. Je früher wir beginnen, nach Bastila zu suchen, desto früher finden wir sie. Gehen wir. Gute Idee. Wir nehmen dieses verlassene Apartment als Stützpunkt. Vielleicht finden wir hier in der Oberstadt ja sogar ein wenig Ausrüstung. Vergesst aber nicht, euch zurückzuhalten. Ich habe schon entsetzliche Geschichten über die Verhörmethoden der dunklen Jedi gehört. Man sagt, die Macht könne fürchterliche geistige Verheerungen anrichten. Angeblich kann sie Erinnerungen auslöschen und die eigene Identität vernichten. Aber wenn wir uns nicht völlig dämlich anstellen, dürfte eigentlich nichts schiefgehen. Schließlich suchen sie Bastila und nicht solche Knallchargen wie uns. Also gut, Soldat, lasst uns gehen. Nun denn, sehr viel, was wir jetzt erfahren haben über die allgemeine Story. Wir haben zwei neue Einträge, das eine über Taris. Taris hat eine typische Zweiklassengesellschaft. Während die reichen Bürger des Planeten in der Oberstadt leben, ist die Unterstadt in der Hand rivalisierender Swoop-Banden. In den Slums von Taris treiben die furchterregenden Rakguli ihr Unwesen und als ob das noch nicht schlimm genug wäre, haben die Sith den Planeten unterworfen und unter Quarantäne gestellt. Die Suche nach Bastila. Nach deiner Landung auf Taris, einem von den Sith kontrollierten Planeten, musst du gemeinsam mit Carth Onasi Bastila finden. Sie allein kann die Unterwerfung der Galaxis durch die Sith noch verhindern. Deine erste Spur sind einige in den Slums abgestürzte Rettungskapseln. Okay, also soweit, wie ich das verstanden hatte, wir haben hier noch einen Spind, ist aber auch nicht viel drin, soweit ich das verstanden hatte, haben wir im Prinzip drei Zonen hier in Taris. Wir haben eine Oberstadt, eine Unterstadt und die Slums und wir müssen in die Slums und befinden uns im Moment in der Oberstadt und können jetzt erstmal ein wenig erkunden und können uns an so einer Werkbank, wie zum Beispiel auch in Dead Space schon bekannt, wobei dieses Spiel natürlich vor Dead Space schon da war, etwas aufrüsten, nämlich unseren Vibro-Klingen-Prototyp mit dieser Vibrationszelle, die wir jetzt vorhin gefunden haben bei dieser einen Jedi. Und dadurch haben wir einen Schadensbonus von +2 im physischen Bereich. So. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, Taris zu erkunden. Beim Verlassen des Apartments musst du dich entscheiden, welche Gruppenmitglieder dich begleiten sollen. Da du das erste Mal aufbrichst, sollte Karth begleiten. Okay, dann ist er jetzt dabei und alles klar. Okay, Alien Abschaum, alles an die Wand. Das ist eine Razzia. Rabota Niunkis Magdoma. Tukning Nang Kongun Namurira Rabes. Oder Kumbes. King Namurira. Tukning Ba Nongkonek. Das passiert mit vorlauten Aliens. Und der Rest von euch? An die Wand, bevor ich wieder die Beherrschung verliere. Hey, was ist das? Menschen, die sich bei Aliens verstecken? Das sind republikanische Flüchtlinge! Angriff! So, bevor wir das jetzt machen, weil es ist ja echt, also es ist ja, hallo, das geht ja mal gar nicht klar. Der Karth hier zum Beispiel ist sehr ausgebildet mit zwei verschiedenen Waffen. Das sehen wir hier. Der hat einen +6 und eine +4. Das heißt, alleine trifft er im Prinzip mit +8 und zusammen mit +10, weil das kann man ja dazu rechnen. Und er nimmt jetzt hier mal den Ionenblaster, denn ein Ionenblaster hat verdammt nochmal sehr viel Schadensbonus gegen jedwede Druiden. Und wir haben ja da zwei Druiden stehen.
Das heißt, ich kümmere mich jetzt mal um den Kollegen da in der Mitte, den Sith-Soldaten. Und am Ende dieses Let's Plays kann ich das Wort Sith richtig gut aussprechen. Und Karf wird mal anfangen. Der kann starke Explosionen, ja, genauso wie Trask. Dann wollen wir mal versuchen. So sollte das funktionieren. Ich mach gleich wieder Pause. Der erste ist schon explodiert. Und fast zeitgleich stirbt der General. Würde niemand nach der Patrouille suchen? Gut, damit haben wir im Prinzip schon ein bisschen aufgeräumt hier und der kümmert sich darum. Ein Blastergewehr, Splittergranaten, Giftgranaten, das klingt doch schon mal alles ganz schön. Ansonsten gibt es hier gerade nichts, aber wir haben schon wieder einen Levelaufstieg. Müssen wir mal gucken. Wir haben ja gut wieder hier, wir können heilen, überreden, Bewusstsein. Tja, und jetzt bleiben uns mal wieder 4 Punkte übrig, aber ich will eigentlich nichts anderes verteilen. Und dann schauen wir mal bei den Talenten. Da wir uns jetzt mehr auch im Umgang mit anderen befinden, können wir jetzt ja mal überreden, Bewusstsein und Verletzung heilen. Den Bonuspunkt Empathie gönnen, würde ich sagen. Gut. So viel dazu. Ihr seht jetzt auch hier, wir haben in der Karte nur das erkundet, was wir im Moment gesehen haben. Und dann wollen wir mal diesen offensichtlich ringförmigen Apartmentgang gleich erkunden. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Die hier ist schon verhältnismäßig lang geworden, aber ich wollte jetzt unbedingt noch ein bisschen Action zeigen, nachdem wir so viele Dialoge hatten. Und dann hoffe ich, ihr werdet dann in der nächsten Folge mit mir ein wenig Taris Oberstadt erkunden. Also bis dann.